Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Für mich geht es jetzt gleich los in den Stall, denn für Ruby und mich steht heute ja unser allererster Messetag an. Und ich bin super gespannt, super aufgeregt. Ich freue mich wie sonst was. Wir werden auf die Reitsportmesse Rhein-Main fahren. Ich habe heute einen Auftritt zusammen mit dem Geithner-Team Rhein-Main. Wir werden etwas zur Äquikinetik zeigen. Und morgen geht der Ruby auch nochmal und zwar da sogar mit dem Herrn Geithner persönlich im Ring. Also das wird sehr aufregend, sehr spannend und wie gesagt, ich freue mich sehr. Und ja, genau, wir haben jetzt gleich 9 Uhr. Für mich geht es jetzt im Stall, den Rest Zeug noch fertig packen und dann geht's auf Richtung Gießen. Zu Hause habe ich hier auch schon alles relativ startklar gepackt. Es ist so ungewohnt, wenn man eigentlich so Turnierreiter ist und man so viel Zeug mit aufs Turnier nimmt, dass es so wenig ist. Ja, Pony Vuitton, sensationell, von Soul Horse. Danke, liebe Scarlett, für diese geile Tasche, die du mir gestern auf der Messe schon gegeben hast. Da ist halt so alles jetzt drin, meine Gamaschen, Kappzaun und sonstiges. Ja, links die Transportgamaschen und ja, los geht's, würde ich sagen. Hänger ist fertig gemacht, Zeug ist gepackt, jetzt fehlt nur noch das Pferd, das müssen wir jetzt noch putzen. Dem sagen wir jetzt mal gerade, mal schnell Hallo. Da steht er und wartet. Hallo? Machen wir uns jetzt fertig? Machen wir uns jetzt fertig? Freust dich, Hase? Geht on Tour? Mein Hübscher. Startklar und los geht's. So, der Hase ist in seiner Box angekommen und er ist erstaunlich entspannt und ruhig und freut sich über sein Heu. Geh? Jetzt nochmal rausgucken. Außerdem sind das echt sehr, sehr schöne Stallzeltboxen, muss ich sagen. Wir sind startklar jetzt. Wir haben fertig gemacht. Das Pferdchen eingekleidet. Er ist so entspannt, das ist so Wahnsinn. Und ja, wir werden jetzt mal langsam Richtung Ring vorgehen und ich bin ein bisschen aufgeregt. Kommst du? Und wir sind froh und dankbar, dass der Ruby, der 22 Jahre alt ist und eigentlich schon in so einer Art Rente oder Vorruhestand ist. Er ist früher bis zur Dressur S gegangen mit Chrissy und jetzt versucht sie, ihn weiterhin fit zu halten, obwohl er nicht mehr arbeiten muss und macht das seit einem Jahr mit Äquikinetik. Das heißt, sie hat uns auf dieser Messe vor einem Jahr kennengelernt und hat gesagt, das ist das, was mein Pferd braucht. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt die Quadratvolte fertig. Ja, Quadratvolte hin oder her. Aber was wir sehen, ist einfach blau und gelb. Chrissy, du kannst schon mal gerne in die Quadratvolte gehen. Wir fangen noch nicht an zu arbeiten, weil das ist das nächste Thema. Also blau-gelb ist die Farbe, die nicht nur Pferde nur sehen, sondern voraussichtlich sogar alle Fluchttiere. Das heißt, Pferde leben in einer Schwarz-Weiß-Welt, also in einer Grau-Weiß-Welt im Grunde genommen und sehen Blau und Gelb als Signalfarben. Was das bewirkt, ist, dass die Gehirnhälften, die ja immer über das eine Auge Blau und Gelb sehen, sehr stark miteinander arbeiten. Das heißt, es ist gewissermaßen Gehirnjogging für das Pferd.
Gut, jetzt müssen wir uns überlegen, was ist Äquikinetik, was ist das Besondere? Ist Äquikinetik das Laufenlassen des Pferdes an der Quadratwolle? Nein, Äquikinetik ist mehr. Äquikinetik ist ein Aufbauprogramm, ein Muskelaufbauprogramm für alle Pferde geeignet und natürlich speziell auch für Reha-Pferde. Und wir kennen alle dieses System. Wenn sich ein Pferd verletzt hat, dann bleibt es im Normalfall erstmal eine Zeit lang in der Box stehen. Was macht das Pferd? Was macht jeder, der eine Verletzung hat und in die Schonhaltung geht? Man verliert Muskeln. Und damit wir die Muskeln wieder gut aufbauen können, brauchen wir die Äquikinetik. Das heißt also, im Endeffekt können wir sagen, Äquikinetik ist ein Longen- und ein Longierprogramm nach einem bestimmten Zeitsystem. Und über das Zeitsystem würde ich Gabi noch ein bisschen genauer referieren. Wir wollen auf jeden Fall in der Äquikinetik arbeiten, und zwar in Stellung und in Biegung. Und was man jetzt bei dem Pferd schon wunderbar sieht, er ist natürlich schon Vollprofi drin. Das heißt, wenn er weiß, er ist in der Quadratwolle unterwegs, gibt er schon ein bisschen von seiner Stellung her. Und grob gesagt, das haben wir auch bei den Vorarbeiter hier schon gehört, grob kann man sagen, alles was die Stellung betrifft, geht von der Nasenspitze bis ungefähr zum Widerrist. Und alles was dann in der Brustwirbelsäule passiert bis zur Schweifrübe ungefähr, das ist die Biegung. Genaueres hören wir später noch. Gut, jetzt hat die Chrissy mit dem Training angefangen. Es ist ein Intervalltraining, ein hochintensives Intervalltraining, wie man es auch im Fitnessstudio machen kann. Sie geht jetzt eine Minute in Arbeitszeit, danach hat sie eine Pause. Die Pause kann zwischen einer Minute und 30 Sekunden dauern. In dieser Pause erfolgt ein Handwechsel und danach erfolgt die nächste Arbeitsphase von einer Minute. Das Intervalltraining ist insofern sehr, sehr wichtig für das Pferd, als dass es nach einer Minute tatsächlich brennende Muskeln hat und die Pause für das Pferd so eine Art Belohnung ist. Ihr habt gerade das Piepsen gehört, man kann sich das hier auf verschiedenen Apps einstellen, piepsen, brummen, egal was. Auf jeden Fall, jetzt ist die Pause und Chrissy macht einen wunderschönen Handwechsel aus der Position heraus mit ihrem Ruby. Gut, wenn man sich das ein bisschen vergewissern will oder ein bisschen wahrnehmen will, wie sich das für das Pferd ungefähr anfühlt, jeder, der Skigymnastik macht und in die Abfahrtshocke geht und mal so eine Minute stehen bleibt, der wird merken, wie das brennt. Also was an der Epigenetik nicht so das wahnsinnig Interessante ist, das ist, dass die dann nur 8 Runden, sprich 8 Runden, eine Minute laufen. Aber die Kombination zwischen den blau-gelben Gassen, also der neuronalen Vernetzung, das Umschalten in die gegenüberliegende Gehirnhälfte und dieses Muskeltraining, das ist das wirklich Wertvolle. Ein wunderbares Zeichen, wann das Pferd denn eigentlich in der Meinung ist, jetzt werde ich müde, ist das Maul. Guckt euren Pferd aufs Maul, denn ihr werdet ihr ganz schnell sehen, wenn es zu anstrengend wird. Wenn nämlich die Maulspalte kurz und schmal wird und so kleine Kummerfältchen kriegt, dann muss man sich Gedanken machen, ob es nicht vielleicht das Beste ist, was man einem Pferd antun kann, um nicht eine Pause zu machen. Und es gibt durchaus Pferde, die können einfach nicht mehr als 2 Runden laufen. Aber dann ist es so. Ja, und unsere Pferde laufen, wie du so schön gesagt hast, in Stellung und Biegung. Wie, jetzt kommt wieder eine Pause. Nichtsdestotrotz, wir können ja mal über die Stellung und Biegung sprechen. Wie viel Stellung, wie viel Biegung ist denn erforderlich, damit die äußeren Muskelkette in Dehnung arbeiten? Weil darum geht es. Arbeiten in Dehnungshaltung, weil das ist das, was anstrengend ist. Wir sagen immer, das äußere Auge, Höhe, äußeres Schultergelenk, Buggelenk ist die Minimalstellung und äußeres Auge, Höhe, innere Schulter ist die Maximalstellung. Das heißt, ich habe eine Bandbreite von, keine Ahnung, weniger als einem halben Meter für meine Stellung. Jetzt gucken wir mal, wie das bei Ruby ist. Ruby geht wunderbar in einer mittleren Stellung und dehnt damit die äußeren Muskelketten, die äußeren Muskelverspannungen, heißen sie auch. Gut. Was wichtig ist, ist einfach die vernünftige Position am Pferd zu finden. Und eine super Position ist die sogenannte Kopf-Schulter-Position. Wenn ihr euch da bewegt, könnt ihr Stellung und Biegung sehr gut abfragen und ihr könnt euer Pferd wunderbar im Tempo geleiten. Wenn ihr ein bisschen weiter hinter geht, oder ein bisschen weiter hinten am Pferd arbeitet, dann werdet ihr sehen, das Pferd geht ein bisschen fleißiger. Notfalls haben wir unseren kleinen Meinungsverstärker dabei. Je weiter vorne ich am Pferd mich aufhalte, desto mehr werde ich mein Pferd ausbremsen und ich muss dann stärker nachtreiben. Wichtig ist auch, dass ihr mit der nötigen Körperspannung selber läuft oder lauft.
habt ihr eure Schulter nach vorne und macht einen auf Chill-Modus, und euer Pferd ganz schnell der Meinung sein, okay, chillen kann ich auch. Wie lang fleißigen Schritt, vielleicht sogar mit Marschmusik, dann läuft das Ganze ein bisschen anders ab und es wäre Dynamik drin, die Pferde gehen auch in der Regel wesentlich leichter mit. Man kann die Epigenetik im Schritt und im Trab ausüben. Ganz wichtig ist auch hier die Skala der Ausbildung, das heißt, wir fangen mit Takt an. Im Schritt sollte die Geschwindigkeit oberhalb des Komforttempos laufen und im Trab deutlich unterhalb des Komforttempos. Das heißt, es sieht im Trab eher, naja, nicht so spektakulär aus. Die Schwebephase wollen wir nämlich ein kleines bisschen aushebeln, weil während der Schwebephase einfach die Muskelspannung ein bisschen nachlässt. Das heißt, also im Schritt müssen wir mehr treiben, im Trab müssen wir eher gucken, dass das Pferd sehr langsam geht. Da geht es nicht über das Übertreten und über eine richtig tolle Schwungphase, sondern darum, dass die Muskeln sehr stark arbeiten. Ihr seht auch hier wieder perfekte Stellung, Innenstellung, aus der Stellung kommt die Biegung. So, wenn man jetzt dem Pferdchen ein bisschen aufs Maul schaut, was ich vorhin beschrieben habe, dann merkt man schon, also eine lockere und fluffige Unterlippe sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, er ist jetzt voll am Malogen. So, und deswegen sagen wir, okay, wenn wir schon so weit sind und wir sagen, okay, ich arbeite über den Punkt drüber, dann muss man wirklich richtig achtsam sein. Und jeder, der mit Pferden arbeitet, weiß, wenn du den Pferd so richtig sauer gemacht hast und er hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist, dann wird er es nur einmal machen. Deshalb ist das Beste, was wir machen können, wir gehen an den Punkt ran, stellen fest, ja, unser Pferd ist müde, macht den Job noch fertig diese Runde und dann darfst du das, was du am besten machen kannst, in den Grund stehen und am besten Heu fressen. Genau. Und damit sind wir auch schon dabei, was wichtig ist nach der Arbeit, nämlich die Pause, der Pausentag. Nach der Epigenetik, also nach dem Tag, an dem wir Epigenetik gemacht haben, soll das Pferd 48 Stunden Pause haben. Das heißt, der Folgetag ist auf jeden Fall ein arbeitsfreier Tag. Arbeitsfrei heißt nicht, dass man gar nichts macht oder dass man sogar das Pferd in die Box sperrt. Nein, ganz bestimmt nicht. Man kann eine passive Pause machen, indem man zum Beispiel das Pferd auf den Koppel stellt. Oder man macht eine aktive Pause, man kann eine leichte Bodenarbeit machen. Oder man kann einen leichten Ausritt machen. Halt alles, was nicht muskulär anstrengend ist. Okay. Was wir hier sehen, ist ein wunderschöner Takt, den er läuft. Lange Schwebephase, steht leicht, gut und lange auf der Hinterhand. Wir wissen alle, oder die meisten von uns wissen, dass wir Pferde 60% auf der Vorhand lasten, 40% auf der Hinterhand. Das werden wir auch mit diesem Trainingssystem nicht abstellen. Was wir aber abstellen können, ist dass die Dauer der Lastaufnahme auf der Hinterhand. Und das macht unsere Linie wunderbar. Da sieht man, wie lange der Pferd in der Hand steht. Und ein ganz, ganz wichtiges Merkmal ist, dem Pferd zu helfen, dass er sich nicht in die Kurve nimmt. Bei der Reiterei ist es natürlich einfach, wenn ich in der Hand ein bisschen hoch schätze, schätzt er dann weiter stehen. Hier in der Epigenetik haben wir unsere Gerte oder unsere Touchierpeitsche oder vielleicht sogar eine Du-Onkel-Peitsche aus dem Fahrsport und stabilisieren so die Schulter. Das heißt, wenn er zu sehr auf die innere Schulter fällt, deuten wir entweder an, pass auf, ich brauche mehr Energie auf der inneren Seite, auf der inneren Schulter. Oder wenn er ein bisschen beratungsresistent ist, wie manche Alpenkreuzer, dann kann man durchaus auch mal die Fahrpeitsche von unten ein bisschen anfallen lassen an der Schulter und wieder gerade hinstellen. Der Effekt ist ungeheuer, manchmal machen die Pferde dann auf und sie laufen wunderbar. Aber jetzt die Schräglage im Prinzip, die der Rubinho hat, ist durchaus vertretbar. Gut, jetzt haben wir Rubinho auch im Schritt gesehen und im Trab. Und manchmal gibt es dann Leute, die sagen, okay, dann mache ich das auch im Galopp. Und mein Pferd funktioniert einfach so. Im Galopp machen wir es nicht. Warum nicht? Weil, ich habe das schon mal gesagt, Takt geht vor allem. Ist auch der erste Punkt der Ausbildungsskala. Und wir haben leider noch keinen gefunden, der es schafft, innerhalb dieser 8 Meter Wolke sein Pferd taktmäßig im Galopp eine Minute lang zu arbeiten. Es scheint schlicht und ergreifend nicht möglich zu sein. Deswegen Epigenetik im Schritt am allerbesten und der mag auch zusätzlich im Trab.
auch wenn der Trab nicht unbedingt viel mehr zum Muskelaufbau beiträgt, aber man hat die Wahl, beides zu machen. Wenn der Trab nicht gut funktioniert, immer und gut im Schritt arbeiten, ist fast genauso wichtig. 85% des Muskelaufbaus erreichen wir im Schritt. Wenn jemand die 15% haben will, muss er über Gebühr mehr arbeiten, was eigentlich ja nur ganz, ganz selten gemacht wird. 85% des Muskelaufbaus im Schritt und damit ist es, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, dieses Trainingsprogramm natürlich auch für Pferde wunderbar geeignet, die Reha-Maßnahmen brauchen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den beiden hier bedanken, die einen super Job gemacht haben. Natürlich auch bei Tom, der uns immer so super anmoderiert. Herzlichen Dank, Tom. Und an Sie natürlich einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so lange Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vielen Dank, auf Wiedersehen, schönen Messetag. Tschüss, bis bald. Wir sind jetzt wieder am Stall zurück und ich bin so happy, das ist so krass. Der Ruby war unglaublich, weil der einfach so unglaublich gechillt war. Damit habe ich einfach so nicht gerechnet. Ich habe schon gedacht, dass er da ein bisschen mehr aufgeregt ist oder so, aber für den war das alles so, ja, keine Ahnung. Also der hat das so einfach so, ja, ist alles gut, machen wir, hingenommen. Und der hat auch echt schön mitgearbeitet und es hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir wiederholen das irgendwann nochmal. Morgen geht es ja nochmal los. Morgen stehe ich nicht persönlich mit im Ring, sondern Ruby zusammen mit der Alex und mit dem Herrn Geithner persönlich. Und ja, ich schaue da auch nur zu, aber auch da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde euch natürlich wieder ein bisschen mitnehmen. Mache jetzt erstmal hier nochmal alles fertig und bereite alles so weit vor, dass wir morgen früh direkt fahren können. Und dann seid ihr morgen früh wieder mit dabei. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben jetzt Sonntagmorgen gleich 7:30 und wir machen jetzt gleich mal den Großen fertig, der sich da hinten auf dem Paddock verkrümmelt hat. Denn für uns geht es dann gleich los zum Messetag Nummer 2. Und ja, heute mit Michael Geithner persönlich. Ich bin immer noch sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Und ja, wir legen jetzt mal los. Schatzi, magst du kommen vielleicht? Oder überlegst du es dir noch? Gerne hätte ich euch einfach noch viel mehr Ausschnitte jetzt gezeigt. Leider war der Ton in der großen Halle definitiv nicht gut. Die Lautsprecher hingen hier in der Mitte und durch die ja deutlich mehr Menschen auch und durch die Hallenkulisse ist der Ton wirklich sehr schlecht geworden. Ich werde euch das trotzdem gleich mal einblenden, einfach, dass ihr merkt, was ich meine. Vom Prinzip her ist es natürlich nicht viel anders gewesen als am Tag davor. Da war das übrigens sehr praktisch, dass die Lautsprecher an der Seite standen und meine Mutter mit der Kamera direkt auch am Lautsprecher stand. Also es wird einfach nochmal das Thema Equikinetik erklärt. Natürlich hat Herr Geithner dann nochmal ein paar andere Anmerkungen und so dabei gehabt. Das ist halt, wie gesagt, leider, leider nicht möglich, dass ich das euch nochmal komplett zeigen kann. Daher einfach nur nochmal ein paar Ausschnitte. Wir haben viele, viele Reha-Fälle, es gibt x Reha-Kliniken mittlerweile, die wir am Schienen haben, sogar Equikinetik im Schritt auf dem Parkplatz machen, auf Kategorien. Ja. Wir haben junge Pferde, Hochleistungspferde, viele Stückkollegen von Untergräf, Matthias Baumann und wie sie alle heißen, die die Equikinetik nutzen, ja, um die Pferde aufzubauen oder die Muskeln. Wenn einmal eines machen würdest, 3 Monate nicht reiten, nur jeden zweiten Tag dieses Training, kriegst du eine Garantie von mir. Jeder, der es macht, steigt ab und sagt, mein Pferd war, und steigt auf, Entschuldigung, ja, 3 Monate sagt, mein Pferd war nie so gut zu reiten wie heute. Das Pferd bleibt im Hipstrom und es löst einen Glückshormon aus dem hinaus im Gehirn. Ihr kennt das alle, wenn man Schuhe kauft oder Schabracken kauft. Du brauchst auch keine Schabracke, aber
Es war ein harter Tag, der wird gewonnen mit Stadler. Und genauso hat das Pferd, ja, die Situation, es wird im tiefsten Lied eine Nachwuchsgefühl und möchte das ja immer wieder machen. Außerdem, ja, weiß das Pferd auch, egal wie anstrengend es heute wird, es dauert nur 8 mal eine Minute. Nochmal zum Tatsachen. Tatsachen ist eine Sache, eine Ansichtssache. Ja. Die nächste Sache, da denke ich mal, ja. Da gibt es Modelle, die unter Beschreibung, wenn du liest, da will ich einen Kapsam drauf machen, ja, dann geht es dort hin. Nein, es ist einfach so, dass du immer selber deinen Hand hast, ja, das Pferd zu bedienen,